Hi zusammen, heute zeige ich euch mal eine weitere Heißluftfritteuse aus dem Hause Tefal. Und zwar ist es so, dass einige mich kontaktiert haben auf Instagram. Ich hatte euch ja schon zwei oder mehrere Fritteusen aus dem Hause Tefal gezeigt. Und da hieß es, ah Mensch Frank, ich brauche eigentlich eine große Fritteuse mit viel Garraum und eine ganz einfache, also ohne Grill, ohne viel Schnickschnack. Und dass ich auch eine Backform reinbekomme. Ja, und die habe ich heute, stelle ich euch vor. Einiges an Zubehör ist da auch bei oder beziehungsweise könnt ihr auch extra noch dazu bestellen. Es ist so, ich habe die jetzt noch nicht ausgiebig getestet. Ich stelle euch das Gerät nur vor, mit den technischen Daten kennt ihr schon. Und also ihr kennt das schon, dass ich euch das so vorstelle. Und wir testen natürlich dann in Zukunft die Sachen und ich werde euch das nochmal in einem gesonderten Video nochmal vorstellen, was ich davon halte, wie ist das Garergebnis und Lautstärke und so kann ich euch jetzt schon zeigen oder wie die jetzt vom Aufbau her ist und was an Zubehör dabei ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und ich zeige euch mal das Gerät. Hier seht ihr einmal die Fritteuse. Ich muss ehrlich sagen, sie hat eine gute Größe. Und ganz am Anfang kann ich euch mal sagen, es ist für mich die preisgünstigste Fritteuse von Tefal. Also die hat einen wirklich guten Preis, muss man wirklich sagen, für das, was sie an Größe hat. Ich sage euch jetzt mal ein paar technische Daten. Und zwar arbeitet die Fritteuse hier mit 1850 Watt. Das ist schon eine gute Leistung. Das Fassungsvermögen ist hier 1500 Gramm, das heißt, also ihr könnt also bis 1,5 Kilo Pommes zum Beispiel hier reingeben, also quasi 5,6 Liter. Und jetzt kommen wir mal zu den Abmessungen, das ist ja auch ganz wichtig. Und zwar hat die eine Tiefe von 41 cm inklusive Griff und hinten diesen Stromkabel, da ist noch so ein Stück Kunststoff, was raussteht, was so ein bisschen den Abstand gewährt vom Gerät. Die Breite ist insgesamt hier oben, dadurch, dass das ein bisschen gewölbt ist, 30 cm und die Höhe bis hier oben ist 34 cm. Kommen wir mal zum Innenkorb, zum Korb, und zwar sieht er so aus. Auch hier bei der Tefal EasyFry XXL kann man natürlich, um die Reinigung besser zu gewährleisten, das Gitter rausnehmen. Das ist auch das einzige Gitter, was sie dabei hat. So sieht das aus, ganz leicht reinzusetzen. Die Innenmaße sind tatsächlich mit dem Gitter die Tiefe hier 25,5 cm, Entschuldigung, die Breite 23,5 cm und die Höhe mit eingesetztem Frittiergitter 10 cm. Wichtig, wenn ihr zum Beispiel Backform reingeben wollt. Jetzt nehme ich das Gitter mal raus und sage euch nochmal die Maße. Und zwar ohne Gitter ist die Höhe hier, die Gesamthöhe des Behälters, 12,5 cm. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Zu dem Zubehör kommen wir gleich. Was ich auch schön finde, muss ich sagen, sind die Spaltmaße. Ja, also die hier, Spaltmaße sind also die, wo der Frittierkorb eingesetzt wird. Das ist bei sehr, sehr preisgünstigen Fritteusen meist der Fall, dass die Spaltmaße ungleichmäßig sind, abstehen. Dadurch kommt natürlich hier die heiße Luft mit raus und das verschwendet natürlich Energie. Das kann man natürlich auch sagen, ne? Weil wenn so zu es ist, desto besser habt ihr natürlich ein Ergebnis. Ja, was kann man noch zu dem Gerät sagen an technischen Sachen? Natürlich habt ihr hier eine Energieersparnis von 70% gegenüber einem normalen Backofen und ihr spart natürlich beim Frittieren, also beim Heißluftfrittieren 99% Öl, also Fett. Das heißt also, wenn ihr Pommes macht, schwimmen die natürlich nicht im tiefen Fett, sondern ja, die werden Heißluft frittiert. Ja, und ich sag mal, was hier auch super ist, die Sachen, die ihr hier seht, quasi sind Spülmaschinen geeignet. Also ich muss euch aber wirklich sagen, ich finde es tatsächlich nicht nötig, diese Teile in die Spülmaschine zu geben. Das habe ich auch bei den anderen Fritteusen so gemacht. Also man nimmt das Gitter raus, beziehungsweise lässt es drin, wenn man möchte, gibt Spüli rein und dann weicht man das Ganze für 20 Minuten oder so ein und ihr bekommt dank der super Beschichtung hier euer eingebranntes, beziehungsweise wenn ihr da Fleisch oder was drin macht,
super die Reste raus. Also das muss ich sagen, geht wirklich fantastisch mit der Beschichtung. Also Tefal hat eine wirklich gute Beschichtung bei allen Fritteusen, die ich bisher hatte. Und ich habe schon einige von denen getestet. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, also ich finde die tatsächlich gut. Großes Garraumvolumen, also ist echt, echt schön. Die Lautstärke, das werde ich euch gleich nochmal zeigen, ist hier laut Angaben 44 Dezibel. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich sage euch noch ein paar Dinge gleich, aber wir kommen jetzt auch mal zu den Programmen und der Bedienung. Die Fritteuse verfügt über ein Touch-Display. Also wenn ihr den Stecker in die Steckdose steckt, erscheint hier das Zeichen ja an aus, ne, die Betriebsleuchte. Also wir machen das jetzt mal an. Und zwar könnt ihr schon erkennen, das ist eine ganz normale Heißluftfritteuse ohne viel Schnickschnack. Natürlich hat die auch 8 Automatikprogramme, die werde ich euch jetzt mal eben zeigen. Als allererstes, wenn ihr die Automatikprogramme nicht nutzen möchtet, geht ihr ganz normal auf Temperatur. Also ihr werdet hier sehen, in dem großen Display frontal, hat einen Vorteil, dass ihr das auch von Weite sehen könnt. Ja? Also da sind die Zahlen wirklich ganz groß, werden die hier angezeigt. Das finde ich schon mal sehr schön. Jetzt gehen wir mal auf Temperatur. Ihr seht, da könnt ihr die Temperatur in 5er Schritten. Ich mache jetzt mal ganz runter. Von 80 Grad immer wieder bis zu 200 Grad könnt ihr, seht ihr, 80 Grad ist hier vorbei. Bis 200 Grad könnt ihr hier auf jeden Fall den Finger drauf lassen, dann geht es natürlich auch. Oder ihr könnt hier natürlich, seht ihr, 200 Grad. Dann auch mit der Zeit, die geht hier ab 0 natürlich los. Bis 60 Minuten könnt ihr die einstellen. Das ist im Normalprogramm, also im Manuellprogramm. Zum Beispiel, wenn ihr was dörren möchtet, was trocknen möchtet. Ihr möchtet jetzt zum Beispiel Kräuter trocknen. Das geht natürlich bis 60 Minuten. Ich mache das jetzt mal hier, dass das ein bisschen schneller geht. So, da. Dann ist vorbei. Ja, so. Dann, das könnt ihr also immer wieder individuell machen. Dann könnt ihr auch sagen, das kann ich euch mal zeigen, hier ist so eine kleine Glocke. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr sagt jetzt mal, ich mache das nochmal aus. Ich habe jetzt hier ein paar Brötchen drin, sage ich mal, bei 180 Grad. Und ich mache jetzt hier mal 10 Minuten. Ja, so. Dann könnt ihr dieses kleine Glöckchen hier drücken. Und das heißt, so, nach 5 Minuten, wenn die abgelaufen sind, ertönt ein Signal. Das heißt, nach der Hälfte der Zeit könnt ihr dann euer Gargut umdrehen. Sei es Brötchen, sei es was anderes. Das könnt ihr zuschalten, wenn ihr möchtet. Das geht auf jeden Fall. Ob das jetzt im normalen Programm auch funktioniert, das muss ich mal gucken. Aber das könnt ihr machen. Dann habt ihr, seht ihr hier, sofort, das könnt ihr einstellen. So, die Kochprogramme aktiviert ihr, die Automatikprogramme, wenn ihr auf dieses kleine, auf diese kleine Kochmütze geht hier. So. So, dann seht ihr, dass das Pommesprogramm sofort aktiviert ist. Hier ist aber auch die Zahl schon eingegeben, 200 Grad, 40 Minuten. Natürlich weiß die Fritteuse jetzt auch nicht, wie viel Pommes habt ihr drin. Ja? Also wenn ihr jetzt zwei Hände voll habt, dann braucht ihr sicherlich nicht 40 Minuten. Auch da könnt ihr die Temperatur wieder runterstellen. Das kennt ihr ja von den anderen Fritteusen, die ich euch gezeigt habe, auch schon. Auch hier könnt ihr die Zeit wählen. Auch hier das Glöckchen, ja, ihr seht, da könnt ihr wählen, wie viele Minuten möchtet ihr erinnert werden, dass das gar gut umgedreht wird. 10, 5 oder 15 Minuten, das könnt ihr wählen. Natürlich, wenn ihr nur 5 Minuten einstellt, geht das natürlich nicht. Aber bei einer höheren Zeit, da könnt ihr das wählen, wie ihr das möchtet, seht ihr. So, das geht natürlich auch. So, gehen wir mal zum Programm Kotelett. Das hat ihr nämlich auch. Die Programme, die habe ich euch unten in die Infobox alle reingegeben, was das heißt. Das wählt ihr, wenn ihr auf dieses Kochmützchen geht. Da habt ihr das Kotelett-Programm. Auch hier könnt ihr natürlich alles immer einstellen. Temperatur und auch natürlich eure Zeit. Dann haben wir Schrimps. Auch hier könnt ihr die Zeit selber wählen. Dann haben wir Kuchen oder Gebäck, wie ihr sehen könnt. Ich halte das mal so. Dann habt ihr die Programm Pizza, die Programm Pizza, genau das Programm Pizza. So, hier ist nochmal Fisch. Auch hier immer wieder die Zeit einstellen. Da ist euch vorgegeben, zum Beispiel 140 Grad bei Fisch. Die könnt ihr natürlich auch ändern, ja, die Zeit, wie ihr gerade möchtet. Ich kann das ja mal testen. Die Temperatur geht hier bis
auch, seht ihr, bis 200 Grad. Das könnt ihr also, das sind immer Vorgaben, Empfehlungen, ja, das könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Dann haben wir hier Steak, auch das könnt ihr hier drin machen, ja, 20 Minuten, da springt natürlich auf 180, da könnt ihr auch wieder wählen. Und Hähnchen, ja, das sind jetzt tatsächlich die Kochprogramme, die der hat, mehr ist das nicht, also sehr leicht zu bedienen, muss ich sagen, und ohne viel Schnickschnack, ja. Jetzt möchte ich euch noch mal einmal das Zubehör, was ihr dazu bestellen könnt, zeigen. So, hier haben wir einmal das Original Tefal Zubehör, was ihr dazu bestellen könnt. Auch da gebe ich euch den Link einmal in die Infobox bekannt. Da könnt ihr mal schauen. Es gibt natürlich auch Modelle manchmal, wo das Zubehör schon mit bei ist. Gibt es aber nicht so oft. Das werde ich euch dann auch noch mal verlinken. So, wir haben als erstes ein ganz, ganz tolles Zubehör, und zwar mit Stäbchen, also Spieße. Da könnt ihr Fleischspieße drauf grillen hier, und die könnt ihr hier so schön einhängen. Ihr könnt natürlich auch das Grill, dieses Gitter ohne diese Spieße nehmen. Das geht natürlich auch. Ja, das ist euch überlassen. Ich finde das mit den Spießchen toll für Fleisch, für Gemüsespieße. Also wirklich, wirklich ganz gut. Da sind 4 Stück bei. Ja, das verlinke ich euch unten. Dann habt ihr hier ein ganz normales Gitter. Das könnt ihr da reingeben. In den Korb für eventuelle Sachen wie Hähnchenkeulen, die halt so noch ein bisschen krosser werden sollen rundherum, dadurch, dass die etwas höher liegen. Oder ihr könnt 2 Etagen grillen, so frittieren, das geht auch. Hier bin ich ganz besonders begeistert, und zwar ist das so eine Art Topfkuchenform, Auflaufform, wie ihr das wollt. Werde ich euch gleich noch was zu sagen. Die Qualität ist richtig gut, das ist jetzt kein dünnes Blech. Das ist relativ schwer, aber man merkt schon, die Beschichtung ist richtig gut. Hier so ein kleines Pizzablech dabei. Ich werde euch mal schauen, dass ich gleich mal die Maße noch mal reingebe von den beiden Produkten hier. Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, das muss ich euch dann in die Infobox noch mal reingeben. Das finde ich auch schön, wenn ihr zum Beispiel Feta habt oder backen Feta möchtet oder vielleicht eine Pizza oder einen Flammkuchen oder sonstiges, was ihr hier drauf braten möchtet oder grillen möchtet. Oder frittieren möchtet, was ein bisschen Flüssigkeit hat, auslaufen kann. Zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal, gebackene Tomaten etc. Das könnt ihr hier sehr, sehr gut machen. Dann gebe ich euch noch mal eben einen Tipp von mir. Hier habe ich einmal den Frittierkorb, und ihr könnt natürlich diese Sachen hier so reinstellen. Ja, das passt natürlich. Ich möchte euch aber einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr da Fremdartikel reinstellt, wie Backform etc., kauft euch mal im Action oder wo es auch das immer gibt, so Grillmatten, die man draußen auf den Grill legen kann. Die schneidet ihr euch zu, und zwar nehmt ihr als Unterlage hier den Frittierkorb. Das ist jetzt ein Zuschnitt eines anderen Modells. Das könnt ihr hier einfach reinlegen, und dann könnt ihr bedenkenlos eure Behälter da reingeben, ohne dass euch das Gitter irgendwann verkratzen kann. Ja? Das kann ich euch als Tipp geben. Das hat sich sehr bewährt. Ihr seht, auch hier könnt ihr diese Sachen reinstellen. Bedenkenlos, es könnt euch nicht kratzen. Also es ist wirklich, wirklich toll. So mache ich das immer mit meinen Produkten, die ich hier reinstelle, mit Backform und so. Und das finde ich nämlich auch ganz, ganz toll, weil viele sagen, oh, ich brauche jetzt gar nicht so eine große Heißluftfritteuse. Auch für 2 Personen oder einen Single-Haushalt ist eine Heißluftfritteuse wirklich super, weil ihr spart dadurch, auch wenn ihr den Backofen nehmt, natürlich, ne, müsst ihr auch mit einer Person den Backofen mal anmachen, spart ihr dadurch, auch wenn ihr Single seid, schon richtig, richtig viel Geld. Jetzt zeige ich euch nochmal eben, wie das aussieht mit Backform, die ich jetzt hier habe. Also ich nutze ganz gerne die Produkte von Kaiser, also weil ich finde, diese Backformen haben einen schönen Rand, einen Auslaufschutz. Und das ist jetzt zum Beispiel eine 18er Form, ja, wie ihr sehen könnt. Werde ich euch auch nochmal verlinken. Und die passt hier super in den Frittierkorb rein. Das ist phänomenal. Ihr könnt also wirklich Kuchen backen. Energiesparend. Für 2 Personen zum Beispiel reicht das völlig aus. Und dazu gibt es noch eine Kastenform. Ach, die habe ich jetzt gar nicht hier, muss ich sagen. Einmal nochmal so eine, ja, eine Gugelhupfform. Die passt natürlich auch hier rein. Ah, dann zeige ich euch nochmal eben die Kastenform. So, hier habe ich noch mal einmal die Kastenform rausgekramt. Die hat auch eine Länge von, ja, 18 cm. Ich glaube, die hat sogar 20. Und die passt hier auch super rein. Schaut mal.
Also für ein Brot ein kleines oder für einen kleinen Kastenkuchen super geeignet. Die Höhe passt natürlich auch, wie ihr sehen könnt. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich super. Also ich mag das total. Und ich muss tatsächlich sagen, das kann ich immer wieder sagen, ich nutze den Backofen fast gar nicht, außer für Brotbacken. Könnt ihr natürlich auch hier. Manche Brote brauchen halt ein bisschen mehr Hitze. Das hat ja die heiße Fritteuse nur bis 200 Grad. Aber als die ist bei uns fast täglich im Einsatz, das muss ich wirklich sagen. Also auch andere Fritteusen. Ich habe schon einige Fritteusen getestet von Tefal, wie ihr in meinen Videos ja sehen könnt. Aber ich finde dieses System super. Und vor allen Dingen finde ich super, dass ihr auch, passt mal auf, ich zeige euch nochmal was. Wenn ihr jetzt eine Lasagne machen wollt, dann nehmt ihr einfach dieses Gitter raus. Ja, am Brötchen aufbacken noch ein paar Krümel. Und dann habt ihr hier eine glatte Fläche. Das heißt, ihr könnt hier eure Lasagne reinmachen, Schichten oder euer Nudelauflauf oder sonstiges und nutzt quasi den Behälter hier als Auflaufform. Ist das nicht toll? Also ich finde das richtig, richtig gut, muss ich sagen, weil die einfach so vielseitig sind. Das ist wirklich eine der günstigsten Fritteusen in der Größe von Tefal. Ohne viel Schnickschnack, das muss man wirklich sagen. Und das finde ich richtig toll. Also Gitter wieder eingesetzt. Und wie gesagt, tut euch den Gefallen, so ein Grillgitter kostet 1 Euro. Damit spart ihr wirklich, beziehungsweise ja, euch den Nachkauf des Gitters. Das Gitter kann man natürlich bei Bedarf nachkaufen. Aber es muss ja nicht sein. Ne? Also einfach rein damit. Ich werde mir noch ein neues kaufen und das nochmal in dieser Größe zuschneiden. Ihr seht, die Innenmaße sind hier ein bisschen anders. Das habe ich angepasst an diese Fritteuse oben, diese Tefal Easy Fry Grill and Steam. Die gibt es hier auch noch. Da habe ich euch ja auch schon ein Video von gedreht. Und ja, auf jeden Fall schaut mal einfach, was könnte alles in euer Frittierkorb reinpassen. An Auflaufschüsseln, an Stoneware, an was weiß ich. Also alles, was hitzefest ist, könnt ihr hier reinstellen und was natürlich hier reinpasst. Ich werde euch jetzt noch mal einmal den Ton bzw. die Lautstärke demonstrieren. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. So, ich mache jetzt einfach mal 180 Grad ganz kurz an und sage mal Start. So, sie hat einen angenehmen Ton. Was mir heute Morgen aufgefallen ist beim Brötchen aufbacken, ist, dass hier richtig, richtig viel Zirkulation herrscht, weil die Brötchen haben sich tatsächlich im Kreis gedreht. Man hat es gehört, dass die sich wirklich bewegt haben. Es waren Tiefkühlbrötchen. Und die waren jetzt, also da sieht man mal, wie viel Power dieses Gerät hat. Und ich meine, das ist einer der stärksten. Ich habe ja die anderen auch schon gehabt. Und da ist das nie passiert. Und bei dieser hier, bewegen sich die Zutaten. Da muss man also aufpassen. Ja, und aber man sieht, wie viel Kraft die auch hat. Ne? Hinten ist einmal der Luftauslass. Da muss man sagen, muss man etwas Abstand von der Wand haben, dass der halt ja, ein bisschen Luft haben kann. Natürlich wird es auch unten ein bisschen warm. Aber ja, rundherum im Moment ein schönes Gerät, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und folgende Sachen kommen jetzt noch. Ich werde natürlich noch einige Sachen testen mit dem Gerät. Und da gibt es noch ein gesondertes Video zu der Tefal XXL. So ihr Lieben, noch ganz kurz was am Rande. Und zwar liegt natürlich auch der XXL von Tefal eine Bedienungsanleitung vor, die ich ehrlich gesagt sehr enttäuschend finde, weil das ist nicht beschrieben. Ihr seht hier so eine Kurzanleitung. Es ist zum Beispiel nicht beschrieben, was die einzelnen Symbole bedeuten. Das heißt also, die konnte ich mir jetzt aus der Beschreibung auf der Tefal-Seite selber aussuchen, unter den kompletten Daten. Aber es ist hier zum Beispiel nicht erklärt, welche Symbole was bedeutet. Ja, das kann man sich tatsächlich mal selber aussuchen. Aber die Symbole sind auch jetzt nicht so klar benannt, dass man das auf Anhieb kann. Also das ist ein bisschen enttäuschend. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass das in Zukunft ein bisschen besser ist. Auch hier ist nicht zu erkennen, was das alles bedeutet. Schade, aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht, weil bedienen kann man die auch so, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr detaillierte Beschreibung gewünscht. Das war's von mir. Also ich muss sagen, ich finde das Gerät momentan richtig toll, weil es wirklich
knapp über 100 Euro momentan kostet. Ich werde euch das verlinken. Wenn ihr wirklich ein solides Gerät habt, ohne viel Schnickschnack haben wollt, dann ist die natürlich die absolut richtige Entscheidung. Das muss man sagen. Und ihr habt gesehen, was man dann noch an Zubehör bekommt und was man da an selber ja, im Haushalt bestehende Backform nehmen kann oder Auflaufform. Das ist echt, echt schön, ihr Lieben. Und selbst wenn ihr zwei Personen seid oder sogar Single seid, habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten mit so einer Fritteuse, wo ihr manchmal auch mehr reinmachen könnt, als eine ganz kleine Mini-Fritteuse für eine Person, wo ihr wirklich sehr, sehr eingeschränkt seid in dem, was ihr da frittieren wollt. Man sagt gar nicht immer noch frittieren. Frittieren ist eigentlich gar nicht das richtige Wort dafür, weil es ist ja keine konventionelle Fritteuse, sondern es ist ja ein Heißluftofen sozusagen. Und deshalb muss ich sagen, muss man sich umgewöhnen. Es ist keine Fritteuse, sie nennt sich so, es ist ein kleiner Heißluftofen. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das nächste Video wird von der sein, dass ich dann euch einige Sachen zeige, was man darin alles zubereiten kann und wie die Ergebnisse werden. Ich sage euch, die Ergebnisse werden top. Ich habe schon einiges ausprobiert, leider noch nicht die Kamera drauf gehalten, weil ich wollte euch erstmal hier die technischen Daten aus dem Gerät an sich vorstellen. Aber die Zusammenfassung der Rezepte kommt natürlich dann auch noch. Ja, könnt euch freuen. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag.